Kurz und gut. Etwas vorherzusehen bedeutet nicht, darauf vorbereitet zu sein. Im Gegenteil, man schiebt es von sich weg. Stellen Sie sich vor, ein Freund stirbt nach einer langen Krankheit. Sie standen ihm zur Seite, haben ihn begleitet, haben ihm in seinen letzten Stunden die Hand gehalten. Sie haben den Tod kommen sehen, langsam, aber sicher. Und doch sind sie fassungslos, überrascht, bestürzt, wenn es tatsächlich so weit ist. Erstaunlich, dass der Tod uns so überrascht. Ich versuche zusammenzufassen, was Henri Bergson dazu gesagt hat. Ich stelle mir die Sitzung vor, an der ich teilnehmen werde. Ich sehe die Stühle des Sitzungsraums vor mir. Ich kenne die Gesichter der Teilnehmer. Doch wenn es dann soweit ist, wirkt die Szenerie auf mich wie von einem Künstler gemalt. Etwas vorherzusehen bedeutet nicht, darauf vorbereitet zu sein, sondern vielmehr es auf später zu verschieben, es in eine Zukunft zu verlegen, die es noch nicht gibt. Künstler gemalt. Etwas vorherzusehen bedeutet nicht, darauf vorbereitet zu sein, sondern vielmehr es auf später zu verschieben, es in eine Zukunft zu verlegen, die es noch nicht gibt. Stellen Sie sich vor, ein Freund stirbt nach einer langen Krankheit. Sie standen ihm zur Seite, haben ihn begleitet, haben ihm in seinen letzten Stunden die Hand gehalten. Sie haben den Tod kommen sehen. Kurz und gut. Etwas vorherzusehen bedeutet nicht, darauf vorbereitet zu sein. Im Gegenteil, man schiebt es von sich weg. Langsam, aber sicher. Und doch sind sie fassungslos, überrascht, bestürzt, wenn es tatsächlich so weit ist. Erstaunlich, dass der Tod uns so überrascht. Ich versuche zusammenzufassen, was Henri Bergson dazu gesagt hat. Ich stelle mir die Sitzung vor, an der ich teilnehmen werde. Ich sehe die Stühle des Sitzungsraums vor mir. Ich kenne die Gesichter der Teilnehmer. Doch wenn es dann soweit ist, wirkt die Szenerie auf mich wie von einem